Hallöle, und es geht weiter. Wir waren hier stehen geblieben und wollten noch ein bisschen runter, weiter runter mir meinen, aber ich habe auf meinem Opa-Phone einen Anruf bekommen und soll ganz schnell zurück in die Stadt, weil wir Verstärkung bekommen haben. Da soll jemand angekommen sein, der mich unterstützen soll. Da die Wissenschaftler noch ein bisschen Geld zusammengekratzt haben, also sie haben ein bisschen was abgezweigt von den Mitteln, die sonst nur für die Wissenschaft übrig waren. Aber ich muss ja mal was essen. Oh. Ich bin ja die ganze Zeit vergessen hier bei dem Rumgegrabe, was zu mir zu nehmen. Ach, da können wir auch ein bisschen Inventar dann loswerden. Ist natürlich wieder dunkel, wenn wir hier rauskommen. Ja, wie immer. Wie sieht's denn hier aus? Irgendwas Gefährliches? Ach, das nur so ein bisschen ein Zombie. Und da kommt auch einer. Na gut, holen wir uns noch ein paar Punkte. Bin ja mal gespannt, wer da als Besucher angekommen ist. Aber trotzdem nicht entmutigen lassen, auf nach Hause. Das ist nämlich nicht schlecht, wenn man endlich mal Verstärkung hier bekommt. Das ist nämlich ganz schön langweilig, wenn man alles alleine machen muss und die Wissenschaftler dann nur rumstehen. Nö, habt ihr nicht? Nee, wir wollen das haben, wir wollen das haben. Damit können die abends nun richtig auf den Zeiger gehen. Aber erstmal nach Hause und dann erstmal den Gast begutachten. Bin schon mal gespannt, wer das ist. Und jetzt müssen wir aber auch erst noch zu Hause ankommen. Lebend in einem Stück. Oh ja, das hat sich angehört wie ein, ne, der den Bogen spannt. Hoffentlich überspannt er den Bogen nicht. Und da ist immer noch das Dorf ohne Einwohner. Und dabei ist das so schön malerisch gelegen in der Wüste. Also wird man kaum frieren. Für Leute, denen kalt ist, die können ja gerne mal hier vorbeikommen. Vielleicht wollen sie ja einziehen. Ist auch billig zu vermieten. Nur 2 bis 7 Diamanten pro Tag, kommt drauf an, wie breit das Bett sein soll. Ja, wunderschön. Meh. Guck, ob ich mich da irgendwie vorbeischleichen kann. Oder vorbeirennen. Lauf, 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 lauf. Oh, ich will mich lieber beeilen. Das ist viel zu interessant, wer da als Gast sein könnte. Ich will es wissen. Gespannt wie ein Flitzbogen. Ihr doch bestimmt auch. Ihr wollt doch bestimmt auch wissen, wer da, wer sich hier traut, hier zu den Verrückten zu kommen, zu den verrückten Wissenschaftlern zu kommen. Ja, ja. Ich nenne sie verrückt, aber in Wirklichkeit sind sie so intelligent, dass sie gar nicht merken, was sie tun. Oh, einmal über den Berg. Dann kamen wir über den Berg, über den Berg. Oh, kamen wir über den Berg. Oh, wie geht denn das Lied weiter? Keine Ahnung. Oh, ja, und. Au! Oh. Hab ich mich schon wieder den kleinen Zeh geprellt. Ja, ich mache einen aufgeregten Eindruck. Ihr habt recht. Ich will wissen, wer da als Gast gekommen ist. Vor allen Dingen, wo er zu finden ist. Wurde mir nämlich nicht gesagt. Ich soll nur in die Stadt kommen und. Rauf hier, rauf hier, rauf hier. Hopp, hopp, hopp. Ja, wollen wir nicht haben. Ja, ich hole auch schon meinen Bogen raus.
machen schnell mal was futtern. Oh Mann. Ein treuer Hund. Wo ist denn der? Der Mann mit dem Bogen. Und der Creeper. Ja, leg dich nicht mit meinem Hündchen an. Er hat nämlich eine längere Route. Huch. Ja, Entschuldigung, aber... Oh, da ist einer reingegangen. Lass meinen Dorfbewohner zufrieden. Also hier ist keiner der Besucher, also muss es in der Stadt sein. Wir werden gleich mal reingehen. Mal gucken, bestimmt im Hauptgebäude. Wo auch sonst. Das ist doch bestimmt repräsentativ genug. Hier ist keiner. Lass er oben schon und guckt sich den Zaubertisch an, will was zaubern. Auch nicht. Nö. Menno. Oder vielleicht schaut er sich die Stadt von oben an. Gehen wir da mal gucken. Kann ja sein, dass er sich das einen Überblick machen möchte. Ist er das? Nö. Auch keiner. Oben auf dem Turm. Sieht auch nicht so aus, aber kann man nicht immer so genau von hier aus sehen. Denn von da aus kann man ja am weitesten gucken. Gehen wir da auch nochmal nachsehen. Drehwurm. Ja, ist nicht mein Job hinterm Schalter. Müssen wir nochmal gucken gehen. Zum Turm der Verzweiflung oder wie auch immer. Oder mal gucken. Ach, vielleicht ein Hinweis. Da sind hier so viele Schilder dran. Was steht denn da? Turm des Unfugs. Turm des Vergessens. Turm der Versager. Und Turm der Weisheit. Was haben wir heute für einen Wochentag? Turm hat doch jeden Tag eine andere Aufgabe. Also... Und anscheinend gibt es hier auch nur den 4-Schilder-Tag. Wo ist denn der Besucher? Bäh. Finde ich aber auch nicht gut. Mann. Der kann sich doch ruhig mal zeigen. Komme ich extra angerannt hier? Dabei hätte ich bestimmt heute 1000 Sättel oder so gefunden. Naja, sagen wir vielleicht ein oder zwei. Aber Diamanten ganz bestimmt. Apartment, das wäre noch eine Lösung, weil hat er bestimmt kein Zimmer. Hat er bestimmt hier immer noch so viele. Ja, welche müssen sich denn nur die zwei Betten teilen? Finde ich ja komisch. Vielleicht war das auch nur eine Ente. Eine sogenannte Falschmeldung. Vielleicht hier in so einem einzelnen Haus? Nö. Auch vielleicht im Haus der Begegnung. Ach, da ist ja einer. Peter Lustig? Der sah aber sonst ganz anders aus. Hallo? Kann man mit dir... Was? Anheuern. Kann man auch mit dir reden oder so? Hauen kann ich dich nicht. Was willst du denn? Ausrüstung brauchst du? Du willst für mich arbeiten? Ah, du meinst für die Wissenschaftler. Ich habe kein Geld. Und du willst haben für einen Tag 1 Gold, für 3 Tage 2 Gold und für 5 Tage 3 mal Gold. Haben wir hier noch was? Ja, ein bisschen. Aber ich sollte vielleicht erstmal Platz schaffen. Irgendwas Wertvolles. Aber Kohle, die packen wir erstmal schnell weg. Zack, zack. Damit wir das Gold wieder aufnehmen können. Das ist nahe weg. Was können wir da noch machen?
1, 3, das ist doch am günstigsten. 3, 1, 2, 3, kann man auch mehr machen? Ach was, geben wir ihm alles. Ha! 32 Tage bist du mein Gefolgsmann. Ja, jetzt müssen wir erstmal für dich was holen. Zum Ausrüsten, was haben wir denn hier? Hier noch irgendwas Gescheites? Diamanten, ja. Das sieht ganz gut aus. Aber ich glaube, ich soll erstmal meinen Müll hier ablegen. Steinekiste, Stein, 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 Stein. Und da habe ich, glaube ich, hier, mal sortieren. Eisenerz, das kommt da nicht hin. Peter Lustig, das ist aber ein komischer Name. Ich kenne nur einen aus dem Fernsehen, der hat aber auch nur mal eine Latzhose an. Da passt da irgendwas nicht so. Ja, da machen wir doch einfach eine Rüstung und so, was man so braucht. Als mein Begleiter. Yum, 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 yum. Einmal das, dann brauchst du doch bestimmt auch eine Hose. Einen schicken Hut. Schuhe. So, wie geht das jetzt? Kann man das da irgendwie... Ach so, da brauche ich ein Werkzeug für. Das soll hier drin sein. NPC-Zauberstab. Hört sich ja sehr interessant an. Werte. Alles in Englisch, das ist aber blöd. Inventar. Aha. Aha, aha, aha. Schuhe, Schuhe, Eisenbeinschutz. Eine Waffe willst du auch haben. So, machen wir gleich. Was kannst du denn gebrauchen? Ist das Schild oder Bogen? Was soll denn das sein? Ach so, alles klar. Jetzt siehst du ja schon wieder ganz anders aus, ja. Waffel, Waffel, eine Waffel. Er braucht eine Waffel. Was haben wir denn hier noch? Ein Eisenschwert. Ganz neues. Dann einen Bogen. Einen verzauberten Haltbarkeit. Nö, du kriegst nur normalen. Extra will ich auch noch haben. Pfeile. Wie viel brauchst du? Ein Pfeil? Ein Pfeil brauchst du nur? Das finde ich aber sehr toll. Inventar. Einen Pfeil. Ein Eisenschwert. Wo haben wir das jetzt hingepackt? Ein Eisenschwert und einen Bogen. Wie viele Tage waren das noch jetzt? 32 Tage. Arbeitest du für mich? Gut, okay. Ja. Muss ich den Burschen jetzt irgendwie anlernen oder so? Oder ihm einfach dagegen zeigen? Oder muss man dann noch irgendwas einstellen? Ja, ich muss nochmal was nachgucken. Moment. Ich habe noch keine Erfahrung. Das ist ein neues Crewmitglied. Global erweitert. Bearbeiten. Monster kannst du angreifen. Creeper kannst du auch angreifen. Andere Mobs nicht und Tiere auch nicht. Global, was kannst du da machen? Keine Ahnung. Player Data. Ja. Was kannst du denn machen? Bank, Transporter, keine Rolle. Händler, Folger. Hatte ich über. Guard. Okay. Was kann ich denn noch machen? Ach, da kann ich noch was machen. Röchen, Reset, TP tu. Mach TP geben. Freeze NPC. Und dann bleibt er, glaube ich, stehen. Ist er eingefroren, oder?
Aha, dann kann ich ihn irgendwo hinstellen, ich abholen und sonst muss er mir folgen. Nehme ich mal an. Gucken wir mal, ob das passt. Komm mit! Kommt er nur mit oder nicht? Hallihallo? Oder nicht? Muss er eigentlich mitkommen? Ein Follower? Peter! Ach! Ich muss ihn neu anheuern, weil ich jetzt umgeschaltet habe. Und das Goldwesen wiederbekommen? Nee. Das ist ja eine Schweinerei. Muss ich erst das Gold wiederholen oder das Gold holen? Naja. So ist das immer mit diesen Dingen, wenn da keine Bedienungsanleitung mitgeliefert wird. Und stumm ist der Bursch ja auch noch. Zack, zack, nehmen wir aber genauso wieder 20 und diesen Teilchen mit. Ist doch blöd, also wenn man ihn umschaltet, dann ist das ganze Gold verloren. Das ist natürlich nicht schön. Mal testen, ob der überhaupt sowas zu gebrauchen ist, der Bursche. Wo ist er denn hier? Oder habe ich ihn jetzt nicht richtig eingestellt? Aber warte, Moment. Erweitert. Follower. Achso, das muss man nochmal noch einstellen. Halt, stopp. 3, 1. Nicht einer nur. Und da ein Tag, das sind. Ja. 3 und das sind. 100. Na gut, dann eben nur 5. Verdammt. Mit dir kann man auch nicht handeln. Noch die anderen Sachen nochmal schon nachschauen? Nein. Okay. Was kann man dann oben mit dem machen? Da kann man ihn. Nö. Okay. Mal schauen, ob er jetzt mitkommt. Hoffe ich doch mal, dass er das macht. Ja, wenn ich mitkomme, Schweinerei. Wollen wir nochmal testen. So, willst du nicht mitkommen? Weil ich ihn noch gar nicht angeheuert habe. Ja, ja. Aller Anfang ist schwer. Und jetzt muss ich das wieder auf Unfries einstellen. Aber jetzt müsst ihr aber mitkommen. Oh ja, er kommt. Endlich. Da muss ich mir mal ein bisschen zeigen. Komm mal mit, vielleicht. Auch mal zeigen. Deine zukünftigen Aufgaben vielleicht. Ups. Mal gucken, was er macht. Ich glaube, er schießt mit dem Bogen. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Ups. Kämpft er demnächst noch? Er kämpft nicht, oder doch? Ne, er benutzt nur den Bogen erstmal. Okay. Nahkampf nicht so gut geeignet. Na, wie sieht's aus? Ach so. Warten. Ach, da kann ich das umschalten. Ah, so folgen.
Folgen Sie mir, Herr Lustig. Hopp, 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 ja. Und der Hund kommt auch mit. Dann können wir ein bisschen Patrouille laufen. Und ich glaube, das ist gar kein richtiger Besucher, das ist nur ein Mord. Hm. Und ich hatte gedacht, hier kommt extra jemand aus der Ferne oder aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft zu Besuch. Aber Pustekuchen. Nur ein stummer Gehilfe. Da drüben aus? Kalt. Oh, jetzt hat er einen eigenen Haha. Hasso, sitz. Jetzt hat er meinen. Oh, jetzt hat er Peter Lustig erschossen. Das geht doch totgebissen. Also, das darf ja wohl nicht wahr sein. Du dummer Hund. Hm. Da war ja der Peter Lustig eine sehr große Hilfe. Aber vielleicht ist es gewesen so einer, der auch wieder aufersteht. Das ist natürlich dann bestimmt auch das ganze Gold weg. Da war jetzt ja teuer. Menno, Menno, Menno. Hm, und wenn jemand stirbt, dann stirbt er dort, wo er gespawnt ist. Ich meine, wenn jemand gestorben ist, spawnt er wieder dort, wo er geboren wurde. Ach, da ist er ja wieder. Hm, wie sieht's aus? Ja, ja. Anheuern. Hat er denn noch was, irgendwas? Nö. Aha, aber Wesen hat er unendliche Pfeile. Auch gut. Also, jetzt muss ich wieder Gold besorgen. Uiuiui, das ist aber ganz schön teuer. Vielleicht sollten wir nicht gleich so viel auf einmal bezahlen. Nachher macht er das mit Absicht, um uns auszunehmen. Ich meine, nicht mich, sondern die Wissenschaftler. Ich besitze ja nichts. Nicht mal eine Kaffeemaschine habe ich. So. Gold. Machen wir nur 8 mit. Das komische Zombie vielleicht gleich mal wieder weg damit. Das kann auch weg. Und dann haben wir noch Sand. Aus den Schuhen aus Hawaii. Ja, das kann auch erstmal weg. Also packen wir auch hier wieder rein. Hm. Naja. Ein bisschen hat er mit Pfeilen rumgeschossen. Anheuern. Für 11 Tage. Das reicht ja auch erstmal. Wenn er die 11 Tage überlebt. Ich habe da so meine Zweifel. Muss man den wieder einschalten? Mit Folgen? Ne, ist auf Folgen eingestellt. Gesundheit 20 von 20. Also ist auch nicht stärker als ein normales Minecraft-Männchen. Man kann das bestimmt noch anders einstellen, aber das fände ich wieder geschummelt. Na ja, da kommt er. Und diesmal ohne Hunde. Der eigene Hund war das lustigst tot. Ach, hier waren wir ja schon mit Kontrolle. Ein Creeper, ein Creeper. Ein Weihnachtscreeper. Der ist aber ein paar Tage zu früh. Oh, ich muss da noch mal so gucken. Ich glaube, ich muss da noch was umstellen. Werte. Da wollen wir nichts ändern. Da wollen wir auch nichts ändern. Inventar wollen wir auch nichts ändern.
irgendwo war was, wo noch was geändert werden muss. Nee, da war nichts zu ändern. Bei global. Da war, glaube ich. Ja, Creepers darf er angreifen. No, gut, da haben wir diesmal alles richtig eingestellt. Aber der Hund hat Schuld, der ist nämlich in den Schuss gesprungen. Oh. Der andere. Oh, das Schwert benutzt er auch. Okay. Vielleicht hätte ich ihm die Sachen alle aus Diamant geben sollen. Naja. Aber für so einen Angestellten, da braucht man nicht so viel gute Sachen. Dann gehen wir da hinten nochmal kontrollieren. Können wir mal kurz reingucken, was die Pferde machen? Ja, ich weiß, Pferde muss man erst zähmen, danach kann man sie auch vermehren. Oh, ich dachte schon, er wäre schon wieder gestorben. Kommst du da nicht mehr raus? Ja, Intelligenz scheint auch nicht so zu sein. Vielleicht ist er auch mit einigen Dorfbewohnern verwandt. Man weiß das ja nicht. Wie sieht's denn aus? Hier sind so viele Bäume schon wieder gewachsen. Die Holzkohle haben wir dann schon. Gar keine mehr. Zack, zack, zack. Mal zack, zack reinschmeißen. Nur ein paar Bäume fällen. Und du kannst hier erstmal stehen bleiben. Jetzt läuft er mir auch noch in die Axt rein oder so. Das wäre schade. Jemand, der gerade weil er eingeheuert hat, schon so oft stirbt. Das geht nicht. Weg, 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 weg. Alles weggerupft. Alles einsammeln, alles meins, alles meins. Ja, damit. Und dann werden wir schon mal reingucken. Was haben wir denn Holz? Ugh. Das ist alles. So viele Bäume umgehauen und so wenig Holz bei rausgekommen. Weiter im Takt. Ob ich mich mal als Holzfäller bewerbe? Ja, das liegt aber wahrscheinlich an dieser motorbetriebenen Kettensäge, die im Hintergrund läuft, die ihr gar nicht mitbekommt. Ich tue nur so, als wenn ich die Bäume fällen würde. Das macht nämlich jemand anders mit der Kettensäge. Nein, nein. Der Baum hängt wieder mit was anderem zusammen, deswegen kann man ihn gleich mit einem Stück umhauen. Na, Pech gehabt. Da geht dieser wieder, der geht auch. Kann ich hier auch noch was einsammeln?
Hier wird schon alles ziemlich voll. Ein paar schöne Birkenbäumchen. Ja, ja. Oder als Förster. Aber es gibt viel zu wenig Wild zu jagen. Weder Reh noch Hase. Wildschweine gibt es auch nicht. Es gibt zwar ein paar wilde Schweine, aber nicht die ganz wilde Art. Oh, vielleicht kriegen wir das aber noch hin. Machen wir mal weg. Nur das Holz auf. Kommt hier jemand hinter mir her? Nö. Und damit. Sehr schön. Ach, das können wir ja mit auch verbrennen. Hälfte da und die andere Hälfte da rein. Haben wir noch 7? Was haben wir oben noch drin? Gar nichts mehr. Da noch ein Trichter. Holz, Holz. Okay. Das ist in Arbeit. Den können wir wieder einschalten. Du brauchst hier nicht mehr Pause machen. Fauler Sack. Nur noch ein paar Bäumchen irgendwo hinstellen. Da habe ich ein bisschen erstmal was gezeigt, was seine Aufgaben sind, mich zu beschützen. Oder ist das eher umgekehrt? Das wird sich noch herausstellen. Auf alle Fälle scheint er nicht besonders intelligent zu sein. Im Gegensatz zu unseren Wissenschaftlern, die so intelligent sind, dass man richtig Angst bekommt, was die alles wissen. Die wissen Dinge, von denen wir noch niemals was gefragt haben. Immer diese Versuche, hier die Mauer anzunagen. Nicht mal wissen, wer das immer ist. Kommt auch mit? Ja, kommt mit. Okay, haben wir hier noch was? Also, mit Hunden sollte man vorsichtig sein. Er verträgt sich nicht mit Hunden. Der Herr Lustig. Braucht er eigentlich auch ein Bett? Keine Ahnung. Wie sieht's aus, Alter? Brauchst du schon was zu schlafen? Nee, brauch nicht. Er ist immer fit. Wie so ein Duracell-Männchen, wenn die Batterie noch voll ist. Aber das Wetter geht mir schon wieder auf den Senkel. Hört schon jemanden? Hier drin ist es immer so laut. Wenn jemand da ist, ist aber keiner da. Was willst du bezählen? Smaragde gibt es einen Kompass. Was brauchen wir nicht? Was habe ich denn hier noch von Krempel drin? Oh, hier habe ich ja noch mehr Holz. Soll ich denn eigentlich das eigentlich nicht da hinten lassen? Bringen wir es nochmal hin. Ein kleiner Spaziergang im Regen. Pidu, da können wir ein bisschen rennen. Und uns nochmal ein nasses Schnitzel reinziehen. Oh, das war heiß. Am Popo. 200. Da schmeißen wir auch nochmal rein. Und da schmeißen wir auch nochmal rein. Was weg ist, ist weg.
Hauptsache, wir haben bald genug Holzkohle, um ausgesorgt zu haben. Dann kann uns die nächste Kohlekrise auch nicht mehr gefährlich werden. Aha, das Pressezentrum, das wird auch nicht mehr weitergebaut. Schweinerei! Wir knoten hier so. Egal. Es wird ja eh bald nass, dunkel. Deswegen werden wir auch erstmal schlafen gehen. Und ich sehe gerade, dass die Folge schon wieder Überlänge hat. Und zwar Überlänge. Deswegen ganz schnell. Ganz schnell Feierabend machen. Und ich sage dann Tschüssi und Bonne Nuit. Bis zum nächsten Mal.